Hallöchen, ihr da draußen. Wir sind wieder vor Ort. Vor Ort in Edgefield. Und schauen mal, welcher Geist uns hier serviert wird. Weißt du denn, hier bist du am Randalieren? Ob wir haben nichts. Kollapsschüssen wieder eingepackt. Mein Poltergeist im Truck, habe ich das Gefühl. Ich könnte auch mal Taschenlampe anmachen, dann sehe ich auch mehr. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Die halten sich ja sehr zurück Gibt heute es einen irgendwie. Knochen? Mit Fuß. Oh, das war irgendeine Tür. Nur War welche? aber hier oben. Können Sie gerade noch nicht ausmachen. Hier, ne? Mal gucken. Scheiße. Die muss es gewesen sein. Ob das noch hinhaut. Ja, Fingerabdrücke. Oh. Hier, die Tür hier. Gib uns ein Zeichen. Oh. Was? Okay, noch eine Tür. Scheint so ein Türfetischistengeist zu sein. Genau, ich habe schon mal sowas so eindeutig. Ja. Oder hat was geklinkert. Irgendwie steht die Tasse auch nicht normal. So das Nö. Gefühl. Ja, hier im Flur, vorne direkt. Ja, Guck mal okay. hier, wie die Tasse hier steht. Die Ich habe kann die vierte eigentlich. Temperatur. Sehr gut. Die Tasse kann gar nicht so stehen normalerweise, wie sie da steht. Bei mir Weil. steht sie ganz normal da. Echt, bei mir hat sie ein bisschen schief. Ah! Ah. Ich die jetzt eigentlich fotografiert, die Tasse? Nee, eigentlich nicht. Würde ich eigentlich gerne. Aber dann siehst du, jetzt hat er Dusche angemacht. Oh. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Wo stehst du denn? Wow. Danke. Er war in dem blauen Zimmer. Direkt das erste Zimmer oben. So, welche Dusche hat er jetzt angemacht? Glaube ich jetzt das Die nebenan, also die in dem ins Zimmer. Gewiss. Boah, so ist es. Spannend ist es. Spannend ist es. So, irgendwie habe ich das aber nicht drauf, weil es wahrscheinlich schon zu lange her. Scheiße. Gucken wir mal wieder aus. Ihr wird jetzt nicht geduscht, Junge. Jetzt Boah. keine Zeit für. Okay. Ein Handtuch oder halt eine Box hat eine Mimik. Hat man denn noch was außer Fingerabdrücke und Orb? Ah, Friertemperatur. Gefrier, richtig. Handtuch. Ja, gut. Müssen wir die Box mal auschecken. Ich versuche es gerade vorne mal und dann. Ja, mach dann. Bist du hier? Nee. Okay, dann mache ich mal. Hin. Apropos, kann ich noch irgendwas mit Sorry. reinnehmen? Was haben wir denn Das noch? war echt nervend, ey.
Räucherstäbchen, Kruzifix. Ich nehme mal Kruzifix mit rein noch. Ist doch echt ätzend. Ja. Wo ist die Box jetzt? Vor der Tür. Aber ich jetzt nicht weiß, wo ich das Kruzifix eigentlich hinwerfen soll. Man weiß überhaupt nicht, wo der Typ. Mitten in den Gang. Also. Ja, aber wenn der ja, im Raum daneben an. Das ist nicht, ja. Bist du hier? Wo bist du? Klaus. Das ist Klaus. Na gut. Klaus Dieter also. Die Mimik. So eine Sau. Ja, ich die. Die Mimiks versuchen es die letzte Zeit oft bei uns. Aber wir sind nicht so dumm, wie wir aussehen. Ich nehme an, du räucherst ihn gerade aus. Versuch's zumindest. Ja, scheint schon funktioniert zu haben. Ja gut, Kruzifix können wir jetzt lang drauf warten. Das können wir mal essen. Machen wir ab. Wo? Haha. Haha. Die Verarsche konnte er stecken lassen. Echt. Als wenn wir auch super reinfallen würden. Manchmal schon, manchmal nicht. Lieber Trick da. Wenn du bereit bist, wäre ich auch bereit. Ja. Will nicht drängeln, aber wenn du bereit bist. Einen Schluck trinken hier. Ja, so doch während hier zum Ecke, wie war das? Das dauert ja lang genug. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, je. Ja. Auch mal in den Nacken hauchen. Übrigens machst du nicht so ein Geräusch dabei. Ja. Das würde mir etwas Sorgen machen. Nachts so diese Stammessprüche da, wie der eine da losgelassen hat, eben, das wäre doch cool. Irgendwelchen Kauderwelsch nachts labern. Oh ja. Das kommt sehr gut an. Ja, unbedingt. Gib uns ein Zeichen, dann gebe ich dir Strom. Er hat die Tür aufgemacht. Aua. Wo hast du eine Tür geöffnet? Hier. Hast du einen Gegenstand gefunden? Noch nicht. Aber ich habe eine Tür gefunden. Ja, Wahnsinn. War mit Fingerabdrücken drauf. Das macht es vielleicht etwas interessanter. Oben? Oben. So Strom schon an? Ja. Okay. Ich war fleißig. Ich jetzt gerne noch sehen. Wasser? Weiß nicht. Hier ist sonst nichts. Nee, ich höre an sich kein Wasser. Ach da. No. Hier ist aber Licht angemacht. Oh, Moment. Du bist hier jetzt sogar mit drauf. Voll. Mit Lichtschalter. Wo, war er jetzt direkt in dem Raum, oder? Naja, er hat ja Licht drin angemacht. Ja. Und ansonsten hat er die Tür S. Ja, es. Lichtschalter ist auch direkt am Türrahmen. Also. Könnte auch davor sein, aber ich glaube. Also ich würde ihn mal so im Türrahmen vermuten. Mit dem Türrahmen fest.
Mann, ich vergesse das Licht wieder auszumachen. Oh. Was ist da geflogen? Okay, da ist er durchgelaufen. Oh, jetzt schmeißt er das Buch durch die Gegend. Macht das Licht wieder an. Lass das Licht aus. Jetzt sag mal. Was treibt der hier? Der ist schwer beschäftigt. Hat das Buch einfach gerade durch die Gegend geworfen. Nicht schlecht. Abfällig. Was soll ich denn damit, ey? Gib mir ein ordentliches Buch, schreibe ich vielleicht auch rein. Ham. Ja, schön. Bist du hier? Okay. Was willst du? Das. Bist du ein Kind? Old. Okay. Ein alter Geist, der sich meinen Tod wünscht. Oder seinen. Ich hoffe seinen. Oh, Telefon. Na, jetzt bin ich schon draußen. So, wir haben eine Box. Box. Dann haben wir kein EMF. Und keinen Orb. Was haben wir denn sonst noch? Na ja, Fingerabdruck. Ach so, haben wir die. Ja, haben wir schon länger. Zwei kurze Foxys. Jetzt habe ich da extra ein zweites Buch. Das ist die alte. Das ist ein Phantom wieder mal. Okay, brauchen wir denn noch aufgabenmäßig? Bewegungssensor. Okay. Dann probieren wir mal hier ein. Ich mach die hier außen dran. So. Würde mich fast wundern, wenn er nicht schon durch ist. Ob's noch nicht piepsen hören? Ja, aber wir waren ja weit weg vom LKW. Nee, das piept doch auch, wenn du nicht im LKW bist. Ist das? Das sieht interessant aus, was wir da gemacht haben. Wieso ist hier gerade Licht angegangen? Was? Ist doch gar kein Licht angegangen. Bist du verwirrt, ey? Ich hab gerade echt. Für mich ist hier gerade Licht angegangen. Warum ist für dich Licht angegangen? Ich weiß nicht. Kam mir gerade so vor, oder was? Hä? Ich habe den Schalter umgeschaltet. Okay, und irgendwie hatte ich das Gefühl, es wird heller hier. Nee, es wird nicht heller. Okay. Sah so aus, mein Gott. Eieieiei. Wieso läuft er jetzt nicht da durch? Ist ja dumm. Ich gebe dem noch zwei Kruzifixes. Brauchen wir zwar nicht, aber nur um ihn zu ärgern. Wenn er schon nicht durch die Dings läuft hier. Was du denn den? Ach so, ne, ich glaube der eine ist zu. Ich pack den mal eben woanders hin. Warum?
Weil ich glaube, der ist zu weit hinten. Der ist aber eben per Dots durchgelaufen. Achso, hier hast du einen. Ja, eben. Was? Nee, alles gut. Jetzt ist er durch. Ist mit dir durchgelaufen. Er verfolgt dich gerade. Ja, gut. Jetzt ist er auch wieder dein durch den ersten durch, ich meine. Ja. Ja. Dann können wir ja. Können wir. Den Abflug machen. Sehr schön. So. Ich würde sagen, also wir hätten jetzt theoretisch noch ein Haus, aber wir können eigentlich auch mal das Gefängnis machen. Na gut. Kann auch schon geistig. Ja, genau. Und wenn das nicht zu lange dauert, dann machen wir noch das Willow Street noch zum Abschluss. Jetzt wirst du aber. Ja, schon, wenn die Folge dann nicht zu kurz wird halt. Also, andersrum. Machen wir noch Willow Street, wenn es nicht so lang wird. So, bereit. Sei bereit. Das ich? Ja, du. Ich glaube, der Geist ist schon bereit. Ah ja. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. Na, so was. Wollte ich das eigentlich nicht, wo man den Strom. Nicht. Wo ist er? Erste Etage, ganz hinten in der Deck. Kommen darüber, da rein und da hinten. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, da nehme ich aber nicht den EMF mit, sondern ich nehme direkt den Temperaturmessapparat mit, wie man im Fachjargon sagt. Läuft da irgendwo Wasser? Ja. Dann sollten wir ihn ja relativ gut finden können. Ja, im Bad. Ja, ich komme nachher runter. Ich muss erstmal hier den Strom. Ich kümmere mich erstmal um den Strom. Fünfer. Das ist natürlich cool. Ist Strom hier drin? Ich glaube. Ja. Ja. Hallo? Nee, hier war der nicht. Was ist denn los? Hat mir die Tür in deinem Dings zugemacht. Hier müsste er sein. Zumindest habe ich nichts gemacht. Okay. Macht er die Zellentür hinter mir zu? Gut, dann brauche ich ja theoretisch auch meinen Temperaturdings nicht mehr, aber. Nö. Zum Spaß. Weil vielleicht ist er ja gar nicht genau in dem Raum, wo das Wasser läuft. Da war zumindest ein Fünfer. Also. Ja gut, spricht natürlich dann dafür. Oh, hier liegt noch ein Kiefer. Gleich gesehen. So, wo geht's lang? Da hinten. Duschen. Mhm. Temperatur.
2,5, ja gut. Ist wohl flächendeckend hier. Oh, jetzt macht er die Dusche an. Habe ich das Wasser abgedreht, macht er die Dusche an. Ich dusche mich mal kurz. Ah, ja, sehr schön. Ach. Ist klar. So, ich bin frisch geduscht. Geht da oben, keep hands in plain view all at all times. Okay. Macht er hier die nächste Dusche an? So, die fotografieren wir auch noch. Bringt alles Kohle. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es hier rausging. Ich glaube, ich muss am Ende von der Dusche noch einen aufstellen. So, das war im Moment mal, wie geht's mir denn? Ja, ich glaube, ich kann schon mal, einmal Pillen nehmen. Ich habe ein Buch dabei. Okay, dann nehme ich die Sprechbox mit. Schon ganz schön große Duschen. Ja, stimmt. So, ja, haben wir erstmal hier so vor den Duschen ein bisschen Salz. Und nachher können wir dann noch den Waschbeck in Salz machen. Na, da keine Lust hat durchzulaufen. Gib uns ein Zeichen, wieso ist da jetzt ein Türen? Ihr habt ihm gesagt, gib uns ein Zeichen und er sagt next to you. Sie Dings angelassen. Ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber hat sich ja jetzt erledigt. War gar nicht darauf eingestellt, dass er mir jetzt antwortet. Hat er der nächste Waschbecken angemacht? Ich sollte das Auge wandert. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir ihn auch hätten. Hatten wir denn sonst schon irgendwas? Nee, ne? Was? Aus der Box. In der 5. Achso, ja, und er hat gerade eine Tür bedient. Wenn ich jetzt noch den Unterbart. Mal gucken. Oh, ja, eben 5, genau, die Tür. Und ich habe keinen. Haben wir noch einen anderen Fotoapparat? Ja, vor der Tür. Wo ist der denn? Ja. Das reicht noch. Nö. Scheiße. Das war aber die Tür. Okay, überhaupt kann er keiner haben. Das kann er haben. Fingerabdruck kann er eh keiner mehr haben. Na gut. Buch oder Dots? Moment, also MF5, genau. Buch ist noch nichts passiert? Moment, er kann, also. Macht der Licht hier an? Okay. Hab ich jetzt den Dings noch in der Hand? Ach, er kann ja keine Finger abdrücken. So, jetzt nochmal. Buch nicht. Buch doch. Ort nicht. Okay.
Da war nur ein Buch hier liegen, ziemlich weitläufig hier. Vielleicht sollten wir das zweite Buch auch noch reinlegen. Licht hast du nur an. Ja, jetzt bin ich schon Kilometer weit raus. Okay, ja, ich gucke mal so eben ein bisschen. Da war gesagt, was. Okay. Dort könnte er noch. Okay. Also für Temperaturen hat er keinen. Nee, Gefrier, wohl eher nicht. Buch oder Dutz. Und vergessen. Na ja, gute Aufgaben sind alle Mist. Ja. Ja, pass auf, ich nehme nochmal Kreuz mit. Wollte ich sonst noch mit? Also, nee. Warte mal, wir können doch eigentlich schon ein Spirit. Warum? Ja, Gefriertemperatur haben wir nicht. Ja, ja, da soweit bin ich bei dir. Ja, und ein Geist kann es nicht, Gespenst kann es nicht sein, wenn wir Schritte haben. Ach so, ja, okay. Würde ich mal sagen. Und dann Dots habe ich auch bisher, solange ich da drauf klotze, auch keinen einzigen gesehen. Ja, nee, dann ist ja gut. Ist ja alles okay. Also, ich bin für den Spirit. Ja gut, dann fahren wir ab. Hast du drin? Jo. Ja, dann sind wir nämlich jetzt erst bei 28 Minuten. Da können wir noch das Willow Creed eben machen. Das ist ja... kleines Häuschen. I've got some jobs ready for you. Siehst du? Spirit. Ja, Spirit. Ja, war gut, war easy peasy. Ja, ja, hat sich direkt gemeldet. So gehört sich das. Sehr rein. Auf jeden Fall. Zweimal geduscht, zweimal Hände gewaschen. Ja. Geht nicht besser. Nee. Das sorgt dann schon für einen guten Spirit. Naja. Alright, we're here. Alright. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard. Hä? Ich glaube, ich habe dem nie zugehört, ne? Wieso? Das hat ja irgendwas von Light Switching gelabert. Achso, okay. Ja, ich glaube, der gibt einem tatsächlich schon Hinweise. Irgendwie. Aber wir sind halt so draufgängerisch unterwegs. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wer? Ah! Tür? Ja. Hab ich. Okay. Was sagt die Tür denn? Ah, Fingerabdrücke sagt die. Fängt ja schon wieder gut an. Nur noch kein Knochen gefunden. Kein Knochen.
hat. Jo, Dings. Nein, kein Kurz. Nicht vergriffen. Klack, da hat es gerade Klack gemacht irgendwo. Ja, mein Fotoapparat. Nee. Klack? Ja. Ach so, hast du der Strom ausgemacht, meinst du? Oder hast du den Lichtschalter betätigt oder was? Nee, Lichtschalter oder Strom? Eins von beiden hat er gerade. Nee, Lichtschalter, Strom ist noch da. Irgendwas hat er gerade getan. Okay, hier ja, dann ist er. Hat er nicht an- und ausgemacht. Oh. Na gut, aber ist ja für uns an sich auch wurscht. Fingerabdrücke haben wir eh. Ja. Mein Gott. Oh, ein Orb. Okay. Gästebuch haben wir dann keins. Box haben wir auch keine. Umso besser. Dutz Impf Gefrier. Ich krieg das mal zur Kruzifix hier. Ich sehe jetzt mit den Pumps durch die Gegend gelaufen. Ah. Ja, die stehen da schon ein bisschen merkwürdig. Du hast zwei Kerzen bei. Ja. Mhm. Na, schon wieder Klack gemacht. Schon aus. Okay. Ja. Okay, ja, wir brauchen ja noch was. EMF, ja, gefrieren wird da wohl nicht. EMF oder Dots, den wir haben. Hat er die nächste Kerze auch ausgemacht. Radio. Ja, er switcht schon sehr gern. Aber kriegt keinen Fünfer. Was ein Scheiß. Ja, das kriegen wir auch nicht. Nee.
Jetzt ja, wir haben noch genügend Pillen. Oh, dort. Guck ich mal einmal weg. Banshee. Können wir den noch singen hören? Ja, kannst du mal singen lassen. Aber ich habe nur 85 noch. Ja, es sind da liegen, es sind noch zweimal Tabletten. Stimmt, ich nehme jetzt mal eine rein. Hast du jetzt gesagt nur 85? Ja. Ja, jetzt habe ich noch einen Dotz gesehen. Oh, ich komme mal mit reinhören. Was habe ich denn hier? Vielleicht kann ich ja auch was wahrnehmen. Oh, ist eine Lampe angemacht. Wir wurden einen singenden Banshee. Die Lampe habe ich ja noch nie so gesehen. Das war ich. Nee, an die Scheibe geklopft. Ach so, das Klopfen, ja. Jetzt singen wir uns ein Lied. Ein Buch darum geschmissen. So der singfreudige Banshee. Ach Menno. Schade. Nee. Ach, schade. Das Ding in der Hand habe. Das. Na, macht das jetzt aus. So. Wieso habe ich jetzt ein 5,0? Clear. Hatten wir noch eine Aufgabe mit Geister-Event, dann hätten wir die erledigt. Nee, aber komm jetzt raus hier. Ja, mal. Schade, er hatte noch irgendwie Ausschlag. Na gut. Kruzifix ist auch nichts passiert. Oh mein Gott. Ja, dann können wir ihm auch nicht mehr helfen. Ach so, schreien hören heißt das. Ja. Ich dachte über singen. Ach so, ja gut. Singen und schreien. Wir singen und schreien und klatschen. Ja, das ist okay. Gut, hat mal hineingetragen. Ich schon. Ich auch. Die wilde Fahrt los. Welcome back. I prepared some jobs for you. Hi Banshee. Ja. 150. Dollars. Gut, damit sind wir dann für heute fertig und hoffen, es hat euch gefallen. Dann bitte ein Däumchen nach oben für uns und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.